Ja. Wo ich mal hier. Los, los. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Das ist lange los. Das sieht nicht gut aus hier. Aber es ist denn doch da. Magie. Ein Ort der Macht. Interessante Gehöfte auf dem Weg dahin. Schon. Aber vielleicht werden die mir auch so angezeigt. Beweg dich! Martin Paulus, den schon mal zu den Weinen. Oha, that's it. Oha. Gibt es hier? Ja, leck mich am Arsch. Lehrling verschwunden. Gute Leute, mein Lehrling Volkart ist spurlos verschwunden. Ich mache mir schrecklich Sorgen, wie wir ihn also finden und zurückbringen und dafür eine beträchtliche Summe in Novigrader Krone halten. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich in meiner Mitte am Stadtbad von Ochsenfurt besuchen. Falls ihr euch verlaubt, fragt er morgen, wo der örtliche Kräuterbücher sind, damit euch den Weg gewinnen sind. Und der Weg los in dem Dorf. Oh. Hoffentlich regnet es zur Erntezeit dieses Jahr nicht so viel. Ja, das wünsche ich mir auch. Nicht schlecht. Das ist ein schönes Dorf. Ah, was haben wir denn jetzt hier alles? Oh, es geht noch weit.
also müssen wir nach. Da ist die Marschroute ja klar. Jetzt mal kurz hier hin. Beweg dich! Es wird noch einige Zeit dauern, wenn wir weiter nach dem Quest. Laufplätze! Dales? Fremde, grüß. Hättest du einen Moment deiner Zeit? Na klar. Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahren. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele. Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Zwei Anführer hat er dabei. Boah. Tja, das ist natürlich alles. Die Waren unserer Handwerker, findest du Wert darin? Ziemlich, würde ich sagen. Ach, sie sind nichts verglichen mit dem, was ich anbieten könnte. Hätte ich nicht meine Schemata verloren. Wie hast du sie verloren? Durch Diebe. Unterwegs wurden wir von Wegelagern angegriffen. Die Schemata, deren Verlust, wiegt nicht halb so schwer wie der Verlust von einem meiner Begleiter, der beim Angriff fiel. Ich werde sehen, ob ich deine Schemata finden und dir zurückbringen kann. Damit können sie Dinge herstellen, die eines Königs würdig sind. Sag mir, wo du angegriffen wurdest. Erinnerst du dich? Auf einer Kreuzung, nicht weit weg. Vergib mir, dieses Gebiet ist mir kaum bekannt. Genaue Wegweisungen habe ich keine. Nördlich von dort stand ein Haus, fast eine Ruine. Sollte sich finden lassen. Bis dann. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Babietza ist eine treue Gefährtin. Und sie ist klüger als viele Menschen. Sehr gefährlich. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt.
Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also ein Rennen. Führe dein Ross an seine Grenzen. Komm schon. Das ist ein Rennen, alter Mann. Ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Führe dein Ross an seine Grenzen. Hey, hey, mach das Tor auf! Ha! Sind deine Arschhaare auch grau? Natürlich. Schneller, ich will sehen, wie du schnellstens reitest. Führe dein Ross an seine Grenzen. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plätze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plätze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Und den Sattel. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Was hast du aus Ophir alles dabei? Ja. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, legen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf.
Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt. Aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine, in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge. Von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Danke. Bis dann. 5000. Noch nicht. Weiß nicht, wie sich das mit dem Geld entwickelt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Der Amtmann ist ziemlich. Aber das ist ja schon mal sehr viel. Weiter so, Plätze! Fühlt sich eher wie Endcontent hier. Bin gespannt, wie diese Bilanz. Lauf, Plätze! Ein Sturm, verdammt! Das jetzt als blau. Halten wir das mit Blut bedeckt und schwer beschädigt. Nur will ich keine Zeit lassen. Meine Predigtreise zum Boden des Feuers führt mich als nächstes ins Dorf Brunwig, das sich um den See herumschmiegt. Und wahrlich, was erleuchteten die allerheiligsten Flammen dort für mich? Eine Gruppe von Heiden mit verhärteten Herzen, zu sehr in Sünde verfallen, um auch nur einen verfluchten Finger zu krümmen, der sich um den Herd des ewigen Feuers kümmern könnte. Von heiligem Zorn erfüllt, fragte ich sie, warum ist eure Kapelle in einem so jämmerlichen Zustand? Warum ist euer Friedhof mit Unkraut bedeckt? Ihre Antwort, Geister. Flüche suchen den heiligen Boden heim. Sie beschuldigten die Frau des Ältesten, sagen, sie sei von ihrem Reichtum in den Wahnsinn getrieben worden und, unlesbarer Abschnitt, seit dieser Tragödie liegt die Kapelle in Ruinen und niemand wagt es, sich ihr zu nähern. So liegt es nun an mir, diese verblendeten, verlorenen Schafe zurück auf ihren rechten Weg zu führen, hinweg von dem Unrat, an den sie glauben. Ich habe vor, die Kapelle allein zu betreten, nur mit einer Fackel des ewigen Feuers, die meinen Weg erhellen wird, um dann herauszufinden, was dort drin lauert. Na super. Wie ist das? Mit Kapelle. Da, das ist doch. Das sind Quests, die sind noch nicht so ganz so für mich. Die verfluchte Kapelle, da.
Das ist von der Erweiterung, die blauen Questies. Das ist hier Erweiterungsgebiet. Gucken wir mal. Dann kommen wir einfach später nochmal wieder. Yes, sir. Was ist denn für unheimliche Kinder? Schön. Heu und singen. Nee, nee. Das ist gar nicht mein Tag. Das ist vor allem ein falsches Gebiet hier. Gucken wir mal, was das da ist. Nee, denn hier? Das ist ja alles Erweiterungsgebiet. Okay. Dann dahin. Chateau Frisch. Oder so ähnlich.
Pferdeausdauer macht sich echt bemerkbar. 600 Meter. Auch so Level 35 Typen ankommen. Abends. 19 Uhr ist auf Abend. Tja. Bertram, ey. Wovon habe ich denn mehr hier vom Kampf? Oder nicht vom Kampf? Okay, sonst wird Blut fließen. Tu was du tun musst.
Boah, ich weiß wirklich nicht. Dieses Klopfen, der macht es nicht besser. Allerdings Banditen. Ja, du. Dieser Bertram, ey. Ich gerne mal ein Wörtchen reden. Puh. So, was haben wir dazu bekommen? Ein Park. Bist hier? Fragezeichen. Bis da, ne, wahrscheinlich. Warum? Suchen bis nach da. Das ist natürlich wieder so eine Frage hier. Kurz hin, ne, das mache ich zum Schluss. Bertram. Da fahren wir nicht runter. Dann halt außen rum. Ach du Scheiße. Wie funktioniert das wenigstens? Okay. Gucken wir uns die Insel an. Steckt halt sein Schwert weg. Sumpfschule. Weiterentwicklung der komischen Moorfrauen da. Weiber, Moorweiber. Oh
Ja, das ging. Tja. Sieht da hinten noch ausprobieren. Nee. Hier für ein Gestank. Da Wasserweibe, da ist direkt eins. Weiter zum nächsten Ort. Gucken, was der noch alles frei liegt auf der Karte. Ganz so viel kann es ja eigentlich nicht sein. Na, drumherum habe ich ja schon alle ziemlich erkundet. Was ist das hier? Vollgas. Ups. Monster in der Kanalisation. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass Olgerd von Everick eine großzügige Belohnung in Gold, Juwelen und beweglichen Gütern, Verhandlungssache, an jeden zahlt, der in die Kanalisation von Ochsenfurt hinabsteigt und die Bestie tötet, die sich dort eingenistet hat, und Unschuldige tötet, wobei sie eine besondere Vorliebe für junge Maiden zu haben scheint. Am besten geeignet für diese Aufgabe sind Personen mit Kampferfahrung, Soldaten oder vielleicht sogar Hexer, die beim Anblick von Ertrunken nicht sofort das Weite suchen, da die Kanalisation mit derartigen Unannehmlichkeiten angefüllt ist. Weitere Informationen erhaltet ihr im Garin-Anwesen nordöstlich von Novigrad. Frage nach Ulgerit von Everick. Brief einer Mutter. Liebste Lili, wenn du das hier liest, bedeutet das, dass dein Vater und ich tot sind. Ich habe Edward gebeten, dir diesen Brief nur dann zu geben, wenn er gewiss ist, dass keiner von uns zurückkehren wird. Es ist viel passiert, während du an der Akademie warst. Eins von Vaters Schiffen ist gesunken und wir mussten uns verschulden. Ich habe dir nicht geschrieben, weil du nichts zu sorgen und nicht zurückkehren solltest. Denn Ausbildung und Zukunft bedeutet uns alles. Unsere Gläubiger verlangten bald vollständige Rückzahlung und weigerten sich, Ratenzahlungen zu akzeptieren. Als wir einräumen mussten, dass wir nicht imstande sind, die ganze Summe aufzubringen, schworen sie uns zu zerstören. Einige Lunken begannen uns zu verfolgen. Sie ließen uns nicht aus den Augen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie das Familiengeheimnis entdecken würden. Sie hetzten uns die Hexenjäger auf den Hals. Wir wurden in den Kerker geworfen. Ich höre die Wärter davon reden, dass man uns einen Schauprozess machen und eine Schauhinrichtung bereiten will. Einem gab ich meinen Ehering. Er ließ dafür Besuch von Edward zu. Dein Vater möchte ihm letzte Anweisung erteilen. Ich werde ihm diesen Brief geben. Unsere unerwarteten endgültigen Abschiedsgruß. Sei stark, mein Liebling. In deinen Adern fließt das Blut von Menschen und Wölfen, und das bedeutet Verantwortung. Ich verbiete dir, uns zu rächen. Das macht uns nicht wieder lebendig. Das bringt dich nur auf den Richtblock.
darfst nicht auf diese Art sterben. Du musst mit deinem Leben und deinem Verhalten beweisen, dass Menschen und Lycophanten in Harmonie leben können. Verlass die Stadt so schnell wie möglich. Nimm nur das Nötigste mit. Verabschiede dich von niemandem. Zeige dich nicht in der Öffentlichkeit. Reise dahin, wo wir gejagt haben, als du noch klein warst, und bereite dich auf das Schlimmste vor. Die Dörfler dort erinnern sich bestimmt nicht an uns. Aber sie sind gute, einfache Leute und werden dich freundlich behandeln. Hoffen wir, dass dieser Irrsinn und diese Verfolgung bald aufhören und du heimkehren kannst. Bis dahin gib Acht auf dich und lass dich nicht provozieren. Bedenke, wer du bist, und lass dir von niemandem einreden, du wärst etwas Böses. Du bist so geboren und du sollst stolz darauf sein. Liebe für uns, wir lieben dich, Mutter. Tja. Naja. So, Orte. Gibt es einen? Das ist wirklich nicht viel und eine Quest, die nicht für meinen Levelbereich ist. Du dumme Gans, wie geht es dir? Schmugglerversteck ohne Bewachung? Das sind aber auch Schmugglerverstecke hier, ne? So, und jetzt. Ach nein, ich bin zu. Boah, ich bin überladen. Zum Glück gehe ich nie unter. Jetzt bin ich mal wieder zum Händler meines Vertrauens. Wo war der? Auslauf. Schnellreisen nach Novigrad ins da rein. Das kann ich jetzt nicht tun. Hä?